Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Alien Isolation. Ich habe mal zwischen den Folgen gerade ein bisschen rumgespielt. Ich habe gerade mal so ein bisschen rumgespielt und habe den Weg gefunden und dachte mir, gut, ich lade das Ganze ja nochmal und wir machen das einfach nochmal zusammen. Denn ich weiß jetzt, wie wir hieran vorbeikommen. Und zwar, indem wir einfach nicht da vorne den Lift hoch und runter machen. Upsala. Wir machen einfach auf der Seite runter und kommen dann da hinten einfach an der Ecke vorbei. Wie gesagt, es war einfach wieder das Offensichtlichste und das Einfachste übersehen. Ich glaube, den hat man schon mal höher gefahren, deswegen dauert das jetzt ein bisschen länger. So, und dann kommen wir hier hinten durch und sind auf der anderen Seite, so ohne Probleme. Sprich, man brauchte gar nicht irgendwie Strom abschalten oder sowas. Das war mal wieder viel, 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 viel zu kompliziert gedacht. So, und jetzt müssen wir hier ran. Ich weiß halt nicht, ob nach oben oder nach unten. Das müssen wir mal ausprobieren. Okay, in die Richtung liegt nichts drin, also in die andere Richtung vermutlich. Da liegt es doch. Der Zylinder, den wir brauchen. Der Kompressionszylinder, um den Aufzug zu reparieren. Jetzt will ich allerdings nochmal gucken, was hier drin ist, weil die Luke hat mir von außen schon gesehen. Beziehungsweise auf der Karte gesehen. Ich will einfach mal gucken, wo es hier hingeht. Was hier unten zu finden ist. Oder vielleicht führt dieser Raum ja tatsächlich doch wieder dahin zurück, in einen der anderen Räume, sodass wir zurückkämen, theoretisch. Aber nein. Es ist tatsächlich einfach nur eine Sackgasse. Ja, wenn die Batterie alle ist, ist nicht so schlimm. Dann können wir uns vorne bei den netten Herren, die sich geopfert haben gegen das Alien, uns einfach ein paar neue holen. Moment, ich rutsch mal wieder in die Kamera ein bisschen mehr. Ich sehe gerade schon wieder, ich bin schon wieder viel zu weit rüber. So. Dann haben wir jetzt den Zylinder. Und gehen wieder vorsichtig hinten lang rum raus. Gehen aber, glaube ich, nochmal kurz nach oben speichern. Wer weiß, ob das Alien nicht gleich hier irgendwie auftaucht. Und wir den Zylinder dann wiederholen müssen mit diesem Hoch- und Runterfahren. Das ist doch ein bisschen zu nervig dafür. Und ja, ich glaube, das Alien ist direkt unter uns gerade. Hoffen wir mal, dass es nicht die Leiter hoch kann. Weil hier oben sitzen wir einfach total in der Sackgasse. Gehen wir mal wieder runter. Ich glaube, es ist jetzt gerade nicht mehr hier mittig unter uns. Und wenn, habe ich eh keine Chance von oben. Ich sehe es ja nicht. So, die Richtung müsste es gewesen sein, ne? Ja. In diese Richtung und dann müssen wir einmal komplett durch die Mittelhalle wieder durch. Es könnte theoretisch hier rauskommen. Theoretisch, aber gut, hatten wir mal Glück. Wir haben viel zu viel gepoltert gerade, glaube ich. Man hört es auf jeden Fall über uns. Müssen wir gucken, dass wir es schaffen, schnell genug darüber zu kommen. Also gerade ist wieder alles ruhig. Oder auch nicht. Okay, Taschenlampenbatterien. Können wir leider nicht mitnehmen mehr. Auch wenn unsere fast leer ist, müssen wir später mal eine neue wieder besorgen. Weil sie könnten eigentlich mal einen Moment anlassen. Vielleicht ist sie dann gleich leer. Du hast auch nur... Okay, du hast sogar noch... Munition gehabt? Okay, wir machen es mal lieber aus. Bin mir gerade halt nicht sicher, ob hier nicht das Alien gleich um die Ecke kommt. Okay, du hattest doch noch Sekret, den Ausweis. Oh, anscheinend sind wir mal gestorben, wo wir die Sachen hier vergessen haben. Beziehungsweise wo wir die Sachen schon geholt hatten. Okay, Taschenlampendings ist leider voll. Okay, das ist der Elektroschock, den wir nachladen können. Den Revolver. Aber die Taschenlampe können wir nicht nachladen, ne. Moment, wir nehmen mein Medkit einmal kurz und basteln uns mal schnell ein neues, solange noch alles ruhig ist. Solange alles ruhig ist, sag ich, und da waren gerade so viel Gepolter, dass es mir nicht mehr so ganz so ruhig vorkommt. Und jetzt haben wir erstmal auf jeden Fall wieder zwei Speichern, bevor wir da durchgehen. Hätten wir also doch hier hinten speichern können und oben gespart, aber na gut, die paar Sekunden, auf die kommt es jetzt nicht an. So, und dann setzen wir mal die Kompressionsdingsbums da ein. Der Strom ist wieder da, okay. Und schnell runter, würde ich sagen. Und dann haben wir es hier oben auch rausgeschafft. Ziel abgeschlossen. Mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Theoretisch hoffe ich mal, dass wir jetzt endlich wieder zu unseren Freunden kommen. Und dass die noch leben, dass das Alien sie nicht gekriegt hat. Bis jetzt haben sie immer noch mal geantwortet. Finden sie einen Ausgang zu Synthetik-Flüssigkeitswerk. Okay. Map-technisch haben wir nichts. Okay, wir können hier oben speichern. Ja, jetzt haben wir unten und oben gespeichert, aber egal. Sparen wir uns die Fahrstuhlfahrt.
Denn ganz ohne Sterben geht's leider ja immer noch nicht mit dem Spiel. Ab und zu erwischt uns das Alien ja doch. Oder andere Leute. Ach du Schande, wo sind wir denn jetzt hier? Okay, hier gibt's jede Menge Krach. Wenn das Alien hier nicht gleich auftaucht, ich weiß ja nicht. Also hier würde es nicht mal auffallen, wenn wir, glaube ich, laufen würden. Jetzt haben die Bänder angehalten, etwa. Okay, was haben wir hier? Nichts. Gut, daran können wir erstmal nichts machen. Okay, da oben sind welche, deswegen da hoch können wir vermutlich erstmal nicht gerade. Die haben uns nicht bemerkt. Ich hoffe, wahrscheinlich durch den Krach nicht bemerkt. Okay, wir sind von da. Ja, wo wir hin müssen, wissen wir ja noch nicht. Wir sollen ja einen Weg dahin erstmal finden. Befürchte zwar, dass wir da hoch müssen, wo die sind, letztendlich. Aber mal gucken. Okay, hier gibt es gerade echt nichts. Einen leeren Raum, so einen langgezogenen leeren Raum. So merkwürdig, gruselig, unheimlich, so ein bisschen. Wir klettern mal rein, mal gucken, wo es hingeht. Ach, zu den beiden Herren. Was machen wir mit den beiden? Vermutlich müssen wir hier rein. Aufsichtsbühne, Verarbeitung. Wir müssen hier garantiert rein. Wenn ich jetzt hier hingehe, die Tür aufmache, kriegen sie es erstmal nicht mit, okay? Gut, das komplett macht bloß den Rundgang vollständig. Und da vorne ist schon wieder ein Speicherpunkt. War das jetzt irgendwie schwierig, an denen vorbeizukommen? Oder warum ist jetzt hier ein Speicherpunkt? Ich meine, klar, den nutzen wir einfach mal. So wie wir jeden Speicherpunkt nutzen, den wir sehen. Und wenn wir ihn mehrmals nutzen, klar, aber verstehe nur nicht, warum. Weil hier gibt es ja eigentlich auch gerade nichts. Außer den Computer hier, okay? Wir gucken mal. Ups, Alter. Was steht denn drin in unserem Computerlein? Privat. Kann sich jemand von Sexton Synthetics meinen Androiden ansehen? Ich komme gerade von einem 24-Stunden-Schicht mit Traumapatienten und ich bin nur der Zahnarzt. Waits will alle Patienten aus der Krankenstation schaffen und mir erzählt keiner was? Wenn ich schon diese Schichten schieben soll, brauche ich ein bisschen Hilfe. Wir haben einen ausreichenden programmierten Androiden hier, aber weil das gleiche Modell mit am anderen Ende der Station Ärger gemacht hat, sammelt der hier nur unnötig Staub. Was zum Teufel ist hier los? Schickt sofort jemanden her, ehe ich eine offizielle Beschwerde einlege. Naja, die sollten man vielleicht eher einlegen. Okay, sonst ist hier tatsächlich in dem System nichts. Ja, die sind alle eingestaubt dort schon. Ja, das heißt, wir müssen irgendwie da wahrscheinlich ran, wo die gerade vorstehen. Obwohl, da war noch ein Gang. Oder war da kein Gang mehr? Also der ist zu, der ist permanent zu, wenn ich das richtig sehe, ne? Ja, der ist komplett deaktiviert, komplett abgeschalten. Okay, das heißt, wir gehen jetzt hier rein nochmal und müssen wohl die beiden dort da vorne irgendwie entweder ausschalten oder sonstiges. Ich will einfach nur meine Familie wiedersehen. Mehr will ich gar nicht. Komponentenschrott, Munition. Ich meine, bevor die mich erschießen, schlagen wir sie lieber. Wie er schon sagte, hier geht's ums Überleben. Und die hätten uns garantiert nicht in Ruhe hier suchen lassen, solange die hier gewesen wären. Ich hoffe, dass das jetzt nicht irgendwie schlimm war, dass wir die erledigt haben, dass wir die vielleicht nochmal brauchen. Okay, hier war aber auch nichts. Das ist nur ein Durchgang hier rüber, oder? Ja, das ist nur ein Verbindungsdurchgang. Nee, doch nicht. Hier waren wir noch nicht. Okay. Da liegt ein bisschen Werkzeug rum.
Hier haben wir was verschlossen. Das ist ein Raum, wie den wir schon ein paar Mal gesehen haben. Leer. Alles leer hier. Okay, hier wurde schon geplündert. Das Terminal ist außer Betrieb. Zu geringe Energie, um darauf zuzugreifen. Okay, Strom fehlt also. Und hier haben wir einen Fahrstuhl. Mietturmtransit. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob wir da hin sollen, aber vermutlich schon. Ein Vorposten des Fortschritts als Erfolg bei Steam gerade bekommen. Die Taschenlampe ist im Dunkeln nützlich, macht aber auch Feinde auf sie aufmerksam. Nutzen sie also mit Bedacht. Ja, das machen wir die ganze Zeit schon, selbst in den Tunneln, wo bisher niemand war, leuchte ich quasi nie. Gehen Sie zum Schmiedtransit. Smix-Transit, okay. Der Smix-Transit. Von der Seite kommt der erste dann, okay. Soweit ich weiß, irrte das Alien hier auf dieser Station ja auch rum. Gerät unzureichend. Okay, da kommen wir halt nicht durch. Oder kann man das Gerät hier irgendwo upgraden? Das ist nur ein Snickers. Und wie sieht es auf der Seite aus? Brauchen wir hier? Hier können wir den Hebel. Halt, das war linke Maustaste. Und S. Okay, hier können wir mit dem Hebel durch. Auf der anderen Seite hätten wir wahrscheinlich leiser durchgekonnt. Okay. Ist ja was. Ich glaube, die Station fällt und fällt weiter auseinander. Immer weiter. Okay, wo auch immer wir uns im Weltraum befinden, da war eine Sonne. Mal gucken, ob wir da durchkommen. Gibt es sonst? Ja, da müssen wir sogar durch. Ich hoffe, dass unser Gerät hierfür ausreicht. Sicherheitsgenerator, okay. Den. Okay, das ging diesmal. Code akzeptiert, wir dürfen rein. Kommt mir hier alles. Ich glaube, hier waren wir doch schon mal, ne? Das kommt einem doch sehr bekannt hier vor. Ich glaube, hier sind wir jetzt gleich. Klar, an der Transitstation sind wir auch wieder. Wenn wir da runtergehen, sind wir bei den Transiten. Hier lief aber auch das Alien rum. Also hier müssen wir aufpassen. Hier hat das Alien wieder Zugang hin. Wenn wir da. Ich wollte gerade sagen, wenn wir da unten reinkommen, das ist der Sie hatten erste. klare Anweisungen, nicht auf der Station zu landen. Ich sagte bereits, wir haben Ihre Nachricht nicht erhalten. Wir dachten, Sie würden. Weisen Sie sich aus! Ripley, von der Torrens. Ruhig, Ricardo. Oh nein, sind wir zu spät? Was zur Hölle ist hier los, Marshall? Wo sind die Sicherheitskräfte? Direkt vor Ihnen. Ich habe das Viech gesehen. Was ist es? Keine Ahnung. Marlow hat es ihr angeschleppt. Der Captain der Anesidora. Das Schiff, das den Flugschreiber gefunden hat. Gibt es irgendwo auf dieser Station noch einen sicheren Ort? Diese Kreatur läuft frei rum und die Seeksen-Syntheten sind nicht gerade freundlich. Verfluchte Androiden. Ripley? Taylor braucht Hilfe. Krankenstation geht nicht. Da können wir nicht hin. Wir haben eine einfache Lebenserhaltungseinheit im Büro. Wir sollten uns beeilen. Ja, dann suchen wir mal schnell das Büro auf, damit sie dahin kann. Wir brauchen den Transit zum Hauptquartier, aber der liegt lahm. Transitkontrolle ist oben. Samuels hat gesagt, Sie seien Ingenieur. Machen Sie sich mal nützlich, nachdem Sie schon die Falle vermasselt haben. Okay, das heißt, wir müssen wohin? Karte? Ui, ruckelt die Karte gerade. Ja, genau. Darüber sprechen wir später, Waits. Kümmern Sie sich um die, während ich weg bin. Verstanden? Verstanden. Begeben Sie sich zur Transitzentrale. Damit wir in Kontakt bleiben können. Boah, kann das mal endlich fertig sein, das Gespräch, damit wir uns wieder bewegen können? Ah, jetzt geht's wieder. So, jetzt geht doch die Karte wieder schneller. Zur Transit. Begeben Sie sich zur Transitkontrollstation. Das heißt in die Richtung vermutlich. Aber wir speichern erstmal. Perfekter Ort zum Speichern und ich würde sagen, die Transitstation suchen wir in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss. Euer Kailan. Ciao.